Hallihallo, alle Jahre wieder ein kleines Video wegen der aktuellen Temperatur. Gut, jetzt um diese Uhrzeit ist so 23 Uhr rum. Ja, eigentlich schon so Mitternacht, aber hier ist 26 Grad in Hessen draußen. Ja, jetzt gibt es außerdem noch eine Betriebstemperatur vom PC, ne? Das ist quasi außen drumrum, die Umgebungstemperatur in der Nähe des PCs halt in eurem Raum, ne? Je nachdem wie warm es ist. Es soll 10 bis 30 Grad sein. Ja, jetzt sind wir jetzt ein bisschen drüber. Also draußen vor der Tür ist es jetzt meinetwegen 26 Grad. Tagsüber war es knallheiß. Im Moment ist es so bei mir im Raum so um die, ja, 36 Grad, weil es tagsüber schon mal so ein bisschen wärmer war. Gut. Helfen tut uns zum Beispiel dann auch ein Programm namens P-Sensor, um uns mal anzuschauen, wie es im PC dann aussieht. Ja. Die Temperaturen sind natürlich dann deutlich höher, weil sowieso ja der CPU-Kern 1 oder 0, hier in dem Fall, die Zählerei geht bei 0 los und der Kern Nummer 2 mit der Nummer 1, dann standardmäßig sowieso höhere Temperaturen haben, ne? Die können auch schon mal so 105 Grad haben, je nachdem, oder die Grafikkarte oder ähnliches. Damit man sich so ein Programm wie P-Sensor installieren kann, müssen wir noch LM-Sensors installieren, hatte ich schon mal gezeigt. Haben wir das alles gemacht, können wir uns die ganze Sache auch so anzeigen lassen und haben wir hier unter Linux Mint noch der Leiste hinzugefügt, den Wetterbericht, dann können wir uns auch mal angucken, wie es heute, ne, ist quasi schon nach 0 Uhr, also quasi morgen dann, ne, wenn ich wieder aufgewacht bin, wird. So, also nochmal, damit wir überhaupt diesen P-Sensors nutzen können, sollten wir erstmal sudo apt-get install lmv am Arsch minus sensors installieren. Haben wir das installiert, am besten mal neu starten, ja, und dann mit sudo sensors minus detect die Sensoren, die euer PC hat, aufspüren, alle Fragen mit yes durchwinken. Erst dann kann das Programm wie P-Sensors auf die Sensoren zugreifen. Nett. Gut, P-Sensor finde ich gut. Wie gesagt, ein Hinweis, Betriebstemperatur außen drumherum 10 bis 30 Grad. Da könnte eigentlich theoretisch schon die Gewährleistung vom PC, in meinem Fall der Laptop, der sowieso immer etwas schneller heiß wird, verfallen. Na ja, gut, der ist schon länger verfallen. Funktioniert ja trotzdem einwandfrei. Also braucht man nicht ganz so sehr Angst haben. Allerdings habe ich auch einen passiv gekühlten PC. Der hat dieser Tage mal kurz den Geist aufgegeben, ging dann aber wieder nach Abkühlen problemlos an. Also wie gesagt, wäre vielleicht nicht schlecht, mal die Temperatur zu überwachen. Die Sensoreinstellung, die dann hier kommen, kann man auch benennen. Zum Beispiel Grafikkarte oder Core 0. Könnte ich dann auch anders nennen, Kern Nummer 1, und Core 1 könnte ich nennen Kern Nummer 2 meiner CPU. Da kann man immer gucken, LM-Sensor, Core-Temperatur, ISA, Core 1, und was ist es hier, ne? Wenn man nicht genau weiß, was das überhaupt sein soll. Aha, Nouveau, ne? Da weiß ich, ist Nvidia, ist die Grafikkarte. Dann ist das wieder gut. Wie gesagt, lasst euch die Hitze nicht zum Kopf steigen. Könnt, wenn ihr wollt, mit P-Sensor oder anderen Hilfsmittelchen, zum Beispiel unter Kubuntu hatte ich es mal gezeigt, Link in der Videobeschreibung. Über die Jahre gibt es verschiedenste kleine nette Apps, die man nutzen kann, damit's uns und unserem PC auch nicht zu heiß wird. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. Und jetzt muss der PC aus. Es ist zu heiß.